lerne natürlich jetzt Metallbauer in Fachrichtung Konstruktionstechnik. Sprich, man lernt jetzt halt hauptsächlich die Bearbeitung von Metall, sprich Schweißen, verschiedene Verfahren. Man lernt das Schleifen, Bohren etc. Und man lernt auch was über die Elektrotechnik, weil wir hier auch Sachen bauen können, wie jetzt zum Beispiel Tore, Fensterheber, Fenster selber. Und man lernt auch sehr viel über die Theorie. Und am Ende ist man halt Metallfacharbeiter. Also meine Überlegung war jetzt, dass ich einen Meister mache oder ich gehe auf Boss. Ja, Zukunft liegt auf jeden Fall im Metallhandwerk. Mir macht das Spaß, mir taugt das und da mag ich auch bleiben.